Hallo allerseits und herzlich willkommen zu einem Unboxing-Video, das ich einmal ohne die Jungs mache, denn ich hatte jetzt keine Geduld mehr, mein neues Tarot anzustarren, bis die beiden mal wieder Zeit für mich haben. Die sind im Marvel-Universum abgetaucht. Ja, und ich habe nämlich hier ein neues Tarot zugeschickt bekommen. Ich habe es gesehen neulich, als ich durchs Internet gesurft bin und auf der Seite von Hermit's Mirror hängen geblieben bin. Ich muss gestehen, ich weiß nicht genau, wo Thomas, der diese Seite betreut, lebt, ob das in Neuseeland ist oder in Australien. Aber auf jeden Fall kommt er von dieser Seite der Welt oder jener Seite der Welt, je nachdem. Und er ist wahnsinnig kreativ, macht ganz tolle Legungen. Also schaut euch unbedingt seine Seite an und entwirft halt auch eigene Decks. Unter anderem eben dieses, was ich hier ausgepackt habe. Es ist das sogenannte Lifeline-Tarot. Und ich bin darauf angesprungen, weil es nur ganz leicht das Waite-Smith-Deck darstellt und in Schwarz-Weiß gehalten ist. Und ich habe ein neues Lerndeck gesucht, weil mein altes ein bisschen zerschlissen ist. Ich benutze auch immer noch ein Lerndeck tatsächlich. Und ich schreibe mir da gerne die astrologischen Korrespondenzen drauf, um die besser auswendig zu lernen, oder mache mir andere Notizen. Also dafür war es, scheint mir dieses Deck unglaublich gut geeignet zu sein. Es war ganz leicht, es zugeschickt zu bekommen. Gut, das Porto ist etwas teurer, aber das Deck selbst kostet umgerechnet ungefähr 18 Euro. Und ja, das war jetzt kein Problem, das zu bestellen. Ich habe, glaube ich, insgesamt um die 30 Euro gezahlt oder einen Tick mehr. Und ich bin jetzt ganz gespannt, ob das Deck jetzt das erfüllt, was ich mir darunter vorstelle. Und deswegen geht es jetzt ans Unboxing. Das Deck kam in einer kleinen Schachtel, ganz unspektakulär. Und ich habe es dann aufgemacht. Und da war sorgfältig eingepackt in Papier halt dieses kleine Päckchen, was sehr niedlich ist, wie ich finde. Und ja, nun bin ich wirklich sehr gespannt, was sich dahinter verbirgt und ob ich das so einfach aufbekomme. Denn wie ihr wisst, ich bin nicht die eleganteste Persönlichkeit. Aber ich habe es geschafft. Die Strippe ist schon offen. Als nächstes packe ich das Papier aus und sehe hier gleich, ja, das Lifeline Tarot bei Thomas of Hermit's Mirror. Sieht das nicht cool aus? Jetzt mal ganz ehrlich, ich finde es wirklich wunderschön. Lass es hier gleich mal so liegen mit dem Papier. Und nun kommt die nächste schwierige Angelegenheit. Wie kriege ich das auf? Ich hoffe, mein Mann sieht dieses Video nicht. Jetzt kriege ich wieder. Das hätte ich natürlich besser vorbereiten sollen hier. Kann mal jemand einen Witz erzählen, während ich das hier probiere? So. Also es ist wirklich relativ unspektakulär, ne? Es ist sehr handlich, wie ihr seht, gut für Reisen geeignet. Und hier sehen wir nochmal, Lifeline Tarot steht drauf. Die Adresse vom Hermit. Oh, er lebt in Texas, wer hätte gedacht. Gut, das finde ich nochmal ganz interessant, weil ich hatte auf seiner Seite das anders gelesen, aber auch gut. Und auf der Rückseite steht auch noch etwas. Life is messy. It doesn't, ich brauche meine Brille. Life is messy. It doesn't travel in a straight line. And even if you have the general shape of it, it's easy to get lost in the details of worry about what's not there. Embrace a little structured chaos. Sehr lustig. Ich habe gerade ein Video über den Vollmond in Waage gemacht, wo es auch um Chaos ging und dass daraus etwas geboren werden kann. Schau dir dieses Video ruhig nochmal an. Und
Ja, er erzählt uns halt, dass das Leben nicht in geraden Linien verläuft und wir Strukturen ins Chaos bringen sollen. Das Lifeline Tarot, ich übersetze das jetzt gleich mal, nimmt die Bilder von Pamela Coleman Smith für das Waite Tarot und bricht jede einzelne Karte auf ihre Essenz herunter. Und dadurch hat man ein familiäres, aber gleichzeitig seltsames Territorium. Und wie immer wir jetzt dieses Tarot anwenden wollen, es wird für uns in irgendeiner Form funktionieren. Das ist jetzt, glaube ich, nicht so wichtig übersetzt. Ich glaube, es ist Zeit, dass ich jetzt mal die Verpackung öffne. Wie gesagt, es ist kein teures Deck, von daher total angemessen, das in einer relativ leichten, aber wirklich sehr hübschen und gut für Reisen geeignete Packung zu servieren. Und ist das nicht großartig? Also ich stehe ja total auf sowas. Der Narr hat schon leichte kabbalistische Andeutung. Wir sehen wirklich nur diesen Abgrund. So ein bisschen wie dieses Strichmännchen, dieses italienische, was da immer auf dem Strich langläuft und vor sich hinschimpft, fällt mir dazu ein. Der Magier, auch sehr schön runtergebrochen. Und sieht auch mal, dass die Schrift wird ja wirklich auch, man muss sich die Worte quasi vorstellen. Das hat so ein bisschen was Hebräisches für mich, wo wir ja auch immer Buchstaben ergänzen müssen, wenn wir die Worte lesen, wenn wir es denn können. Ja, bei der Hohepriesterin, da konnte er sich nicht so einschränken, offensichtlich mit seiner Essenz. Oh, die sind ganz schön glitschig, die Karten. Die Herrscherin. Der Herrscher. Auch die Rückseite ist wirklich sehr gelungen, finde ich. Der Hierophant. Gefällt mir ausgesprochen gut, die Liebenden. Der Wagen. Ja, also ich fände es fast noch besser, wenn es ganz so minimalistisch wie beim Narren gehalten wäre. Bei manchen ist mir jetzt tatsächlich ein bisschen zu viel drauf. Aber ich finde es schon ziemlich cool. Rat des Schicksals, die Gerechtigkeit, also hier in der Anordnung auch, wie Waite und Smith das gedacht haben, die 8 und die 11 vertauscht, der Gehängte, der Tod, die Mäßigkeit, der Teufel, der Turm, der Stern. Der Mond, die Sonne, das Gericht und die Welt. Jetzt bin ich natürlich noch neugierig, wie die kleinen Karten gestaltet sind. Ja, und da, das Ass ist ja nicht schwierig, aber ja, auch hier, das finde ich schon ziemlich großartig. Also ich denke, dass das auch wirklich immer mit einem Strich fast gezeichnet ist, oder was meint ihr? Das sieht so aus, als sei das so wie dieses Männchen gezeichnet, was wir kennen. Das finde ich schon sehr gut. Und ja, also ich bin wirklich angetan von diesem Deck. Ich werde es sicher verwenden und da auch noch meine eigenen Gedanken machen mir zu. Und huch, jetzt fängt es an los zu glitschen. Ich glaube, das Deck möchte gemischt werden. Und ich werde es jetzt bald anwenden für meine Wochenlegungen. Gott, das lässt sich wirklich schwer mischen. Also hier fallen gleich alle möglichen Karten raus. Wofür ist dieses Deck gut? Wofür soll ich es benutzen? Frage ich jetzt mal die Karten und ziehe dafür eine Karte. Fünf der Münzen gezogen, falsch rum. Also man kann sie auch sehr schön, guckt mal, man kann sie auch sehr schön andersrum lesen, weil die fünf
andersrum gestaltet ist und kommt gleich ein ganz anderes Bild bei den 5 Münzen raus. So habe ich sie gezogen und da sehe ich ja eigentlich einen Schatz, den ich sammle und nach entschlacke. Fällt mir jetzt zu dem Deck ein. Ja, es ist wirklich cool. Also, ich bin schwer begeistert. Ich sehe hier, dass noch 2 weitere Karten sind. Eine kleine Legung, die man nachmachen kann. Answer. Action. Clarify, also hier eine kleine Legung noch dabei, auch sehr hübsch, total hübsch gezeichnet. Und hier habe ich noch ein Bild von Thomas selbst, der sich anscheinend freut, dass ich sein Deck gekauft habe. Ja, also eine runde Nummer, dieses Kartendeck. Ich bin sehr zufrieden, dass ich es gekauft habe, dass ich meinen Mann überreden konnte, in dieses Deck zu investieren. Und ihr werdet das nicht zum letzten Mal in diesen Videos erlebt haben. Gut, das war's von mir. Ich wünsche euch da draußen, dir da draußen einen wunderschönen Tag. Genieße, was immer du gerade genießt, und wir sehen uns bald wieder. Macht's gut da draußen. Tschüss.